Hallo ihr Lieben und willkommen zurück auf meiner Seite. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über die Buchmesse Frankfurt sprechen. Es war ja echt viel los. Viele Menschen habe ich getroffen, kennengelernt, viele unfassbar tolle Fotos gemacht. Aber ich zeige euch einfach mal so ein bisschen nach und nach, was ich an Goodies, Flyer, Schieß mich tot mitgenommen habe. Und dann, je nachdem wie das Video ist, ob ich da euch dann in diesem Video die Neuzugänge zeige, also die Bücher, die ich gekauft habe, oder ob ich dann ein extra Video mache, das weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wie lang das jetzt wird. Deswegen fange ich direkt an. Und zwar mit Integration durch Sport. Das war sehr cool, habe ich gefunden. Ich glaube in der Halle 3.1 müsste das gewesen sein. Ja, 3.1 war das. Genau. Das ist mir natürlich schlecht. Aber das war sehr cool. Da gab es auch einige Aktionen. Man konnte Lose kaufen. Und dann auch gleich etwas für den guten Zweck machen. So zum Beispiel, willkommen im Sport Deutschland. Ihr wisst ja, dass ich selbst Trainerin bin. Ich komme auch gerade von meinem Fußballspiel mit den Kids und habe 11:0 gewonnen. Ja, gewonnen. Letzte Woche Samstag, als Buchmesse war, hat mein Mann meine Mannschaft unter seine Fittiche genommen und da auch 10:0 gewonnen. Und ich dachte so, oh, das ist bestimmt ja, der Charme von meinem Mann, ne, weil der das immer hinkriegt. Aber nein, ich habe das auch hingekriegt heute mit 11:0. Mega cool. Ich schweife ab. Also, es gab so Bändchen, Integration für Fußball. Habe ich einige mitgenommen und den Rest zeige ich euch, sobald ich die dann finde. Also ich muss ein bisschen, ich muss sagen, es sieht hier gerade aus wie, ja, ne? Genau. Als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Da. Also es sieht echt krass, da, krass schlimm aus, ne? Ja. Deswegen mache ich das alles so Step by Step und zeige euch einfach, was es gab und rede einfach darüber. So. Lesezeichen von Gedankenreich Verlag. War das jetzt der Gedankenreich Verlag? Müsste das sein. Von Cyber Empathy von Heinwald. Was es hiermit auf sich hat, zeige ich euch dann später. Aber sehr coole Flyer. So, wie gesagt, hier Integration durch Sport. Das sind, die gab es auch kostenlos. Post-its sind natürlich jedes Mal wichtig, immer wichtig. Und es ist natürlich cool, wenn man dann ein Post-it hat, was auch eine Botschaft mit sich bringt. Lesezeichen von Read Sport Love. Eine Pippa, eine Initiative. Nein, ist keine Initiative, aber eine Pippa. Buchreihe über sportliche Bücher oder Bücher, in denen es über Sport geht. Gelesen habe ich davon tatsächlich auch eins, auch wenn das überhaupt gar nicht mein Genre ist, und zwar von Nicole Knoblauch, Home Run for Love. Darüber später mehr. So. Visitenkarten. Buchbloggerin. Kleiner Lesetraum. Kleiner Lesewurm. Ja. Meine Visitenkarten habe ich auch alle verteilt. Jessica van Hoeven, Autorin. Achso. Genau. Gummibärchen, Lovery. Lovery ist eine App, in der es um bekannte Chats geht. Das ist eigentlich ganz cool. Und zwar ist das eine kostenlose App und da gibt es verschiedene Short Stories. Und wenn man da drauf klickt, dann startet die Story mit einem Klick. Erscheint tatsächlich so ein Chatverlauf und dann kann man das im eigenen Tempo quasi lesen. Hey kleine Schwester, wie geht's dir? Hey, es geht so, ich bin furchtbar müde und das Rumliegen macht mich fertig. Wie lange musst du noch im Krankenhaus bleiben? Und so weiter und so fort. Genau. Gibt es auch, man kann sich da auch bewerben, wenn man selbst eine Geschichte in dieser Hinsicht hat. So.
Antiquariat Hans Linder, Lesezeichen bzw. Visitenkarte mitgenommen. So. Was ist das? Oh, Fußball trifft Kultur, das wollte ich euch zeigen. Genau, das ist cool. Beginnt im Kleinen, bewirkt Großes. Eine Initiative für ein Litcamp in Kooperation mit DFL Stiftung. Ja. Ihr wisst ja, ich bin ja wie gesagt Trainerin und mir liegt das sehr, sehr am Herzen. Das ist unfassbar, wie wichtig gerade so ein Teamsport ist, um Kinder in ja, im Prinzip zu integrieren oder um auch die Eltern so am Geschehen mit teilhaben zu lassen, weil gerade auch Eltern müssen natürlich mitmachen. Es geht gar nicht anders. Die müssen im Chat sagen, hey, unser Sohn oder das Mädchen oder was, ne, das Kind ist mit dabei beim Fußballspiel oder wir bringen dieses und jedes mit beim Verkauf. Das ist wahnsinnig wichtig, deswegen finde ich so solche Aktionen und Initiativen unfassbar interessant und einfach, es ist so ein, hat so eine große Bedeutung. Ich stehe da voll hinter, also hundertprozentig. So. Ihre Hände waren zu Schwingen geworden. Jeder Lufthauch war wie ein Streicheln. Eine Karte. Aufkleber. Also was ich doppelt habe, vieles, was ich doppelt habe, das werde ich dann auch irgendwann mal auf Instagram verlosen. Buchmesse 2019. Hey, ich war dabei. Mega. Noch mehr Karten, die gab es kostenlos. Sehr süß. Die 12 Häuser der Magie-Schicksalswächter von Andreas Suranek. Das neue, ganz, ganz neue Buch. Sehr cool. Ich liebe ja Andreas Suranek. Die Bücher sind unfassbar toll. Ein sehr toller Mensch, mit dem ich auch, den ich auch tatsächlich mehrfach dann noch getroffen habe und auch Fotos gemacht habe. Genau. Aber erstmal, so sah die Buchmesse dann auch aus. Ich gucke mal, ob man ein bisschen was sehen kann. Hier gab es zum Beispiel auch das, es war einmal Buch, das war eine Aktion von Amazon. Konnte man damals, das war im Oktober, nee, nicht, wir haben ja Oktober, ich glaube im September war es, gab es das Hörbuch und E-Book kostenlos und auch das Buch konnte man kostenlos erwerben. So ganz viele Bücher von Terry zum Beispiel. Ich habe mir auch Bücher einfach mal abfotografiert, die ich mir, die ich dann bei Gelegenheit selbst mal anschauen möchte, in Ruhe, ohne dass da zu viel rumeiert. Ne? Genau. Für eine Freundin habe ich das Buch von, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, ist ja auch wurscht. Mautina, das fand ich sehr süß, das Buch, ist so ein kleines Zombie-Mädchen. Also ich habe mir wirklich viel abfotografiert, weil, ja, ich einfach auch gedacht habe, hey, man kann von Mittwoch bis Freitag gar nicht selber kaufen. Das heißt, hier eine City of Bones Reihe, Dings da. Das heißt, es war natürlich schwierig, ne? Also, ja, Bücher zu kaufen, weil man konnte nur Bücher kaufen, wenn der Autor am Stand ist. Was aber echt doof ist, wenn man bedenkt, wie selten denn so ein Autor im Prinzip dabei ist. So, weiter geht's. Kostenlose Lesezeichen. Und zwar Lesezeichen und Karten. Das ist nämlich unfassbar genial. Dazu gibt es auch bald ein Interview. Merkt es euch. Also schaut mal demnächst bei mir vorbei nochmal. Da gibt es ein Interview. Und zwar zu Matterbooks. Karten habe ich mir gekauft. Die sind aus Gras, die Karten. Das ist so unfassbar genial. Dieses ganze Konzept. Es riecht auch immer noch nach Gras. Also dieses, im Prinzip ist es dieses nasse Gras, aber es ist ja nicht schlimm. Lesezeichen gab es kostenlos. Schaut einfach mal auf shop.matterbooks.de. Da gibt es 10% Rabatt, wenn man den Code MATTA10 nimmt. Genau. Hier noch ein Flyer davon. Aber wie gesagt, dazu kommt bald ein Interview auf meinem, hier auf YouTube. Weil ich habe nämlich, ich habe das gesehen, das war am Mittwoch, habe ich das gesehen gehabt. Oder war es Donnerstag? Irgendwie so. Und dann dachte ich, das ist einfach zu genial. Das ging mir nicht aus dem Kopf. Ich habe die Postkarten gekauft und alles. Das war einfach unfassbar krass. Und dann habe ich gedacht, ja,
fragst du doch einfach mal nach einem Interview, ob ich die, habe ich die dann interviewt? Und da, dann kam auch was ganz Cooles dabei raus. Man kann das auch verstehen, auch wenn Buchmesse natürlich laut ist. 100% nachhaltig, fair und vegan. Wir schützen, was wir lieben. Wir lieben unsere Umwelt. Jeder Grashalm zählt. Wusstet ihr, dass in den Büchern, das wusste ich gar nicht, Klebstoff aus Tierknochen ist und Papier ist aus Hydrophobierung des Papiers mittels Glutin, Druckfarbe, Pigmente aus tierischen Bestandteilen, Karmin, Bucheinbandmaterial aus Tierhäuten, Leder. Na gut, Lederbücher kaufe ich mir eh nicht, aber abgesehen davon demnächst das Interview. Genau. Mit allem, was es da zu wissen gibt. Das ist sehr interessant, glaubt's mir. So, beim Gedankenreich Verlag war ich sehr, sehr lang und sehr, sehr oft. Und da gibt es Shorties zu den einzelnen Geschichten. Außerdem habe ich natürlich auch ein paar Goodie-Bags gekriegt. Hier zum Beispiel, ich habe es noch nicht geöffnet. Das mache ich jetzt ganz, 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 ganz cool. Das Schicksal des Winters. Lily London. Oh, das ist ja mega wärmer. Eieiei. Boah. Das sieht toll aus, ehrlich. Ich habe mir schon ein paar Bücher zurechtgelegt, die ich einfach mal näher in Betracht ziehen möchte. Ich habe auch schon Bücher gekauft. Also ich habe E-Books. Ja, ich muss euch dann bei meinen Neuzugängen zeige ich euch, was ich gekauft habe. So, von Lily London. Das ist so ein toller Name. Vertraue niemals einer Taube. Nein, ich vertraue keiner Taube. Tauben sind... die kacken immer einen auf den Kopf. Moria. Sehr cool. Das war hier drin. Und noch ein cooles Lesezeichen. Wobei ich die tatsächlich... die sind zwar toll, aber das ist selbst gemacht. Alles klar, das ist nicht schlimm. Aber diese aus Metall, die greifen immer so an diesen Büchern ran. Ne? Aber das ist sehr cool. Lege ich mir mal zur Seite, wollte ich sagen. Ein Geburtstag auf dem Mars. Marianne Ursula Waldburger Paroma Verlag. Hat sie mir einfach in die Hand gedrückt. Ich glaube, das ist irgendwas mit... Naja, whatever. Am Sonntag waren wir auch zu dritt. Also mein Mann, unser Sohn und ich. Und da waren wir auch am Nintendo-Stand. Und da habe ich mir so ein Büchlein mitgenommen. War sehr cool, als Family da zu sein. A Brand New World in Your Palm. Fit Your Needs in Education. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber ich habe es einfach mal genommen. Whatever. So. Das ist Studentenfutter. Braucht man auch. Mega. Das war jetzt nicht ironisch gemeint. Das fand ich auch sehr cool. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Die Blätter der Eiche von Jessica van Hoven. Werde ich mir auch mal näher anschauen. Das E-Book. Sehr cool sieht das aus. Kommt mal auf die Seite mit, ich würde mir das durchlesen wollen. Hier ist noch, ich glaube, das ist der erste Teil und das ist der zweite Teil. Das Gesetz der Eiche. Werde ich mir, wie gesagt, mal näher anschauen. Bei mir sind ja Lesezeichen und solche Sachen eigentlich ganz gut in den Händen. Sabine Niedermeyer, Aurina, habe ich tatsächlich auch getroffen. Ich kenne sie über Facebook. So, eine wunderschöne Karte. Ich habe auch dazu irgendwo noch den ersten Teil. Oder das ist der erste Teil, das zweite Teil. Man weiß es nicht. Die Legende Lysitratas, Tanja Steinborn. Das Lichterspiel der Sterne. Sehr, 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 sehr schöne Karte. Ich war bei einem Autoren- und Blogger-Treffen, nämlich... Und habe da sehr viele Leute kennengelernt. Und das war wahnsinnig, wahnsinnig spannend und interessant. Und ich habe echt viel in dieser Zeit mitgenommen und gelernt. So. Jessica Stevens, Feier, Kriegerin der Ascharni. Klingt jetzt auch nicht schlecht. Kommt auch mal auf meine eventuelle Liste. Doppelherz, Wortklex. Ich weiß nicht, was das ist, aber egal. ALK Now, Juli im Winter, habe ich getroffen, also die ALK Now, weil ich mit zwei Freundinnen war ich unterwegs und die wollte die unbedingt sehen. Und dazu gibt es noch, habe ich noch Lesezeichen.
Und irgendwo auch noch eine Karte. Die Karte zeige ich euch dann auch nochmal. Ich habe hier, wie gesagt, mega viel Chaos, ne? Also nicht wundern. Fortune Cookie in Love. Diese Zeichen. Ja. Genau. Werde ich mir aber das, werde ich mir auch mal näher betrachten. Und die Sachen, die ich doppelt oder dreifach habe oder so, die werde ich dann auch mal, wie gesagt, irgendwo verlosen. Hier habe ich noch ein mega cooles Goodiebag. Und zwar die Midgard-Saga. Das hat mich wahnsinnig interessiert. Und zwar von Alexandra Bauer. Die Midnight-Saga Niflheim. Jötunheim. Teil 2 und Teil 1. Teil 1. Teil 2. Mittelalterliches irgendwas. Klingt aber gut. Dazu gab es ein Kartenspiel. Ja, sehr cool. Unfassbar toll. Ich meine, wie kommt man auf so eine Idee, dann ein Kartenspiel zu machen? Ich möchte das gar nicht auspacken, ehrlich gesagt. Weil ich das nie wieder hier reinkriege. Aber ja, es ist ein richtiges Kartenspiel mit Bube, Dame, König, Ass und so weiter und so fort. Unfassbar, unfassbar. Welche Idee? Ja, jetzt kriege ich das Ding doch nicht mehr drum. Auf welche Idee? Was für Ideen die Leute kommen, ne? Mist, ist es ab. Okay. Dings ist gerade abgegangen, aber okay, macht nichts. So, auf jeden Fall mega viele coole Karten. Midgard Saga. Midgard Saga. Klingt echt toll. Ich mache mal einen Gummi selber drum. Weil sonst kommen die Karten vielleicht doch noch weg. So, Gummi drum gemacht. Erstmal. Das war, wie gesagt, auf dem Autorentreffen. Und das war sehr interessant und sehr spannend. Genau. So, ein Goodiebag gibt's noch. Von Sophie Lorne. Ich weiß nicht, was hier drin ist, wenn ich ehrlich bin. Aber es sieht wahnsinnig süß aus. Sophie Vorn. Vorn heißt die Gute. So, einmal natürlich eine Visitenkarte. Ich muss mir auch unbedingt mal ordentliche Visitenkarten machen. Ne? So, dann noch einzelne kleine süße Kärtchen. Reicht ja auch sowas, finde ich. So. Cool. Das finde ich mega cool. Es ist ein Arm, es ist ein Anhänger mit einem Mund dran. Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Doch was passiert mit den Statuen von Seas Fenster, wenn die Sonne untergeht? Seit dem Umzug nach Hamburg faszinieren Sea die drei Steinfiguren auf dem Dach des Nachbarhauses. Besonders die menschliche Gestalt in der Mitte geht ihr nicht mehr aus dem Kopf. In jeder Nacht scheint sie zu verschwinden. Während sie das Rätsel um die Statuen lösen will, kommen sie ihrem attraktiven Nachbarn Lukas näher. Aber warum geht er ihr aus dem Weg? Und wo ist er tagsüber? Sie setzt alles daran, sein Geheimnis aufzudecken. Dabei ahnt sie nicht, dass ihre Liebe zu Lukas und sein Leben auf dem Spiel stehen. Ja, finde ich cool. Klingt echt gut. Und dann noch ein paar andere Lesezeichen. Rhythm and Love von Luna and David. Ja, alles klar. All for You, Maya Fields. So, das kommt natürlich auch erstmal alles wieder rein, aber werde ich mir auch mal näher betrachten. Anschauen. So, besonders wenn man sich so Mühe macht, dann ist das natürlich auch immer extrem interessant. Ich war natürlich auch am Drachenmond Verlag, ganz zufällig. Eigentlich wollte ich woanders hin, aber dann habe ich gesehen, huch. Nina McKay und Andreas Doranik signieren gerade. Also muss ich natürlich auch hin. Und zwar schaue ich mal, ob ich die finde. Einmal erstmal das Selfie mit Andreas. Kann man auch alles auf meinem Instagram sehen, natürlich. Ne? Dann habe ich viel Zeit mit Nicole Knoblauch verbracht.
Und hier sind dann Nina McKay und Andreas Zuranek, die zwei Süßen. Genau. Das war schon der Donnerstag dann. Alles klar. Ja, und da habe ich mir Schicksalswächter geholt, als Poster signieren lassen. Und von Nina habe ich noch ein Poster. Und zwar Rapunzel von Nina McKay bei Andrea Krautstück, Drachenmondverlag, sehr süßes Poster. Habe ich aber für mich geholt, weil ich wahrscheinlich das. Ich habe hier oben Rapunzel und so. Jetzt nehme ich Rapunzel, Aschenputtel. Dann werde ich das nämlich mal aus ablösen. Noch ein Autogramm. 5 Schritte und ein Jahr zum Leben. Karte. Ich flieg auf dich. Ein Ball von DPT. Leseproben aus dem Dichtfest-Verlag. Da wollte ich eigentlich auch nochmal hin, aber ich habe es echt nicht geschafft. Ich werde mir aber die Leseproben alle mal genauer anschauen. Topicus ist da. Topicus Titel auswählen, kostenlos bei Audible hören. Gehen Sie auf Audible Gutschein und geben Sie den untersten Code ein. Oh, cool. Mache ich doch. Auf jeden Fall. So. Ah, hier. Reit Glückler war ja auch da, aber ich habe den leider nicht gesehen. Aber ich habe mir die Lesezeichen von dem mitgenommen. Ne? High Time ist ja eine sehr schillernde Gestalt. Persönlichkeit. Finde ich aber sehr cool, dass der so seinen eigenen, sein eigenes Ding macht. Ein Lesezeichen bekommen. Ich weiß noch nicht mehr von wem oder wie dieses Mädel hieß. Hier nochmal sehr leckeres Trinken von Lauferi. Ich habe das nur aufgehoben, weil ich euch das zeigen wollte, tatsächlich. Ja, Buchreporter. Die Arena. Gummibärchen. Tauch ab mit Magellan. Lesezeichen. Das ist ein Verlag. Integration durch Sport. Hier noch Visitor Guide. Gab es kostenlos. Verlage gegen rechts. Ja. Ich mal mitgenommen. Weil ja in der einen Halle, wir wissen es ja, ach hier ist noch das von Lovery. Und zwar Schreibwettbewerb. My Chat Story. Macht ruhig damit bei bod.de/myshatstory. Macht damit, wenn ihr Bock habt. So. Übrigens, bei diesen Matterbooks, da suchen die auch Autoren. Wollte ich nur sagen. So. Aufkleber. 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 So, das ist leer. Das ist gut. Hier habe ich aber, ach ja, Frauke von Essen. Noch meine Visitenkarte. So, ich bin bald fertig. Und dann, ich denke mal, meine Bücher, die ich gekauft habe, die zeige ich euch einfach in einem anderen Video. So. Stundenplan. Es war sehr interessant, die Buchmesse auf jeden Fall. Ich habe, wie gesagt, sehr, sehr viele interessante Persönlichkeiten getroffen. Und ich werde euch in einem anderen Video einfach mal zeigen, nochmal, wen ich alles getroffen habe. Ich glaube, das ist einfacher. Postkarten. Ein sehr cooles Lesezeichen, und zwar von Christine Ullmann, Your Soul in Wonderland. Das Buch interessiert mich wahnsinnig stark. Von Christina Haslinger habe ich ein kleines Geschenk bekommen. Drops von der Buchmesse. Kosmos Verlag. Nochmal Lovery. Wie gesagt, Omi hat es mich angetan. Ich weiß auch nicht. Ich habe ein paar Sachen von denen gelesen. Es war jetzt nicht unbedingt meins, aber es ist irgendwie lustig. Sowas. Eine Karte. Dann die Farbe von Schmerz. Das Buch interessiert mich wahnsinnig. Es geht um ein Mädchen, was von ihrem Stiefvater geschlagen wird. So. Noch mehr Goodiebags. Mit ganz vielen Karten, und zwar von Mania, versteinertes Herz,
Menia, Prinzessin der Hölle. Eine Leseprobe. Von Marie Miriam Skovo. Taran. Sehr cool. Viele tolle Sachen gekriegt, wie gesagt. Aus dem Magellan Verlag noch ein Button vom Magellan Verlag. Dann noch von dieser Integration. Auch noch ein Button. So. Ihr Lieben. Das waren erst einmal die ganzen Goodies, die ich gekriegt habe. Es hält sich noch in Grenzen. Ich habe außerdem noch, genau. Ja, die Goodies. Ich zeige euch dann, welche Bücher ich habe signieren lassen und gekauft habe. Und erzähle euch in einem zweiten Video ein bisschen mehr noch über das Ganze. Und zeige ich euch noch ein paar Fotos, zum Beispiel eins mit Ursula Poznanski. Und wünsche euch jetzt erst einmal einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Janine.